Ich habe 24 Stunden lang nur Anime geschaut und komplett den Verstand verloren. Wo redet diese Eier? Die sind ja komplett durchgesetzt. Yo! Bevor wir mal reingehen, gibt es noch eine kleine Sache für euch. Denn ich habe hier ein 10.000 Euro Gewinnspiel für euch. Leute investieren in Krypto, in NFTs, in irgendwas anderes, aber ich investiere in euch. Bei diesem ganzen Gewinnspiel hier wird es 3 Gewinner geben. Für Platz 3 haben wir hier King Bradley, Zenitsu, Maki, Zorro, eine Apple Watch und eine Switch Lite. Für Platz 2 haben wir hier eine Nintendo Switch, Naruto, meinen Boy Aaron, eine Apple Watch, Doflamingo, Saber in ganz groß und ein iPad Pro. Und für Platz 1 haben wir hier Pedramon, Tanjiro mit seiner Schwester, Purunga Abi, Natsu, eine Nintendo Switch, eine PlayStation 5, aber nicht nur das, sondern auch eine PlayStation VR Brille. Da hört es noch nicht auf. Wir haben eine Apple Watch, wir haben ein iPhone Pro 14 und wir haben den neuesten MacBook Air. Um hier mitzumachen, müsst ihr 3 Dinge tun. Meinen YouTube-Kanal als auch Instagram-Kanal abonnieren. Den Beitrag, den wir als Reel bei Instagram gepostet haben, in eurer Story teilen. Und den Beitrag ebenfalls mit euren YouTube-Namen kommentieren, als auch 5 Leute markieren. So, Freunde, es gibt aber noch ein kleines YouTube-Special. Und zwar könnt ihr ein iPhone 14 gewinnen, indem ihr das Video hier liked und einen Kommentar da lässt mit Hashtag RuffyGönn. Das ganze Gewinnspiel zum iPhone und zu den anderen Sachen läuft bis zum 8.7. und wird dann auf mein Instagram bekannt gegeben. Leute, ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Mitmachen und wir legen los mit der 24 Stunden Anime Schauen Challenge. Alle disconnecten immer gleich, wenn man am Gewinnen ist. Da hat er die In-League aber auseinandergenommen. Ja, läuft bei ihm. So sieht es bei mir hinter der Kamera auch aus. Er hat die Fähigkeit zu kurzen. Eine Feder? Was? Er hat ein Genjutsu? Illusion? Die Jungfrau habe ich nicht recht. Oh mein Gott. Ja, meine Fresse. Ey, Bro. Nie wieder. Er wird zum Pro-Tagger. Er wird mit den Air Force gekontert. Fire Music, Bro. Er wurde als Schwert wiedergeboren und sofort hier. Von einem Katzenmädchen, weil das das perfekte Anime-Szenario ist. Das Einzige, was schlimmer ist, wird ein Getränkeautomat. Er macht einfach Goblin Slayer mit denen. Immer die Goblins, die Armen. Schwert Kuhn hat einige Leute fertig gemacht. Das ist gerade der Plot. Bro. Okay, who let him cook, man? Digga, sie ist halt einfach Guts mit Katzenohren so. Alter, jetzt shoppen die freaking Unterhosen, I can't. Sie macht so Dinge, die ich auch mache in meinem Leben. So Sachen besorgen zum Leben und eine Unterkunft und so. Meine Haare sind länger geworden. Es ist mal wieder Zeit für 24 Stunden Anime schauen, juhu. Ich bin ein Junge. Tja, jetzt nicht mehr. Natsuro, digitiert zu Natsuru-chan. Wieso reden ihre Kuscheltiere mit ihnen? Was ist das für ein Plot? Was zum Teufel schaue ich mir dann? Ich habe ja gar keine Ahnung, was ich für Geräusche machen werde. Alright. Oh Gott. Digga. Hey, Akane. Bro, sie lässt. Alles in Ordnung. Ich brauche jetzt einen Cracker, Digga. Das ist mega. Eigentlich wollte ich mir das Essen einzahlen, aber ich brauche jetzt einen. Voll viel Kalorien, Alter. Es ist so öde, wirklich. Es ist unglaublich öde. Ich kann. Ist mir alles egal. Kennt ihr diesen Dad? Ist mir alles egal. Flick it away. Yes. Sehr schön. Ich dachte, hier geht's ums Kämpfen. Ich kann nicht mehr. Sass Anime, I don't know. Boring, aber ich bin sicher, der nächste ist besser. Ach ja, Kari, die Reaction mache ich nur für dich, Digga, damit du beim Cut auch ein bisschen motiviert bleibst. I got your back, my man. Digga, der Schein nach außen anders geballert. Also, meine Damen und Herren, wir gucken jetzt ein Anime, wo der Protag stirbt und dann als, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber als Hund wiedergeboren wird. Das ist der Plot heute. Oh, oh Gott, das ist wieder die unzensierte Version. Den hat's doch vorher... Digga, die hier, das ist ja keine. Die sind ja komplett durchgedreht. Ich dachte, das wäre nur so ein bisschen auf Edgy angelehnt. What the hell? Das ist mein Job, Bro. Das ist mein Job einfach gerade. Was?
Okay, Bruder ist raus. Nur noch ein bisschen. Gleich hat er es geschafft. Nur rüber. Sprung ins Fenster, im Zimmer drin. Du schaffst es, Bruder. Los. Ja, nein. Oh, Double Jump. Ausgetrickst. Chill mal, what the hell, Alter. Ich muss doch nicht. Boah, Digga, Alter, die übertreiben ja maßlos. What the. Ich bin nur ein Haustier. Ich hab aber jetzt back to back in Anime geschaut, wo jemand ein Hund ist. Oh nein. Ach so, das ist ihr ganzer Verdienst aus letzten Monat OnlyFans. Je verrückter du bist, desto mehr Spaß hast du beim Glücksspiel. Ach so. Das ist ihm Sommer, ne? Ja, ja, bitte nicht, ey. Oh no, it's paper. Oh mein Gott. Bums. Da fehlt die Kaiji-Ebene für mich. Kaiji Kun hat den. Bro! Ziege! Hey, ich hab meinen Kaffee verschüttet. Wichtiger Shot? Ja, ja, wichtig. Für den Plot. Boah, mit was, dem mit Fingernagel? Nagel, Alter. Das ist so, ich hab eine Schwäche für Fingernägel. Schon an ihren Fingernägel. Ja, oh mein Gott. Sind sie nicht zum Niederknien? Digga, die sammelt einfach Fingernägel wie Orden. Ich bin eine spielsüchtige Ziege. Das macht wieder kaputt, leider. Yumeko, alles in Ordnung. Was? Boah, er geht da einfach ran. Was soll das denn? Na, ihr zwei. Oh, warum hat er eine Gun? Nahkampf orientiert auf COD angelehnt. Bro, rate diese Eier! Digga! Er kickt sein Werkzeugkasten um und er holt die Gun raus. Digga. Auf einmal Biest das geworden. Was ist hier los? Deswegen hast du diese bizarren Verbrechen begangen? Zu Recht! Ja, Officer, aber es tut mir nicht leid. Was ist das? Digga, wieso gehen diese Folgen so lange? Wir haben nicht mehr so viele her. Ja, und das hat auch wunderbar ist langweilig as fuck, Bro. Chef, ich würde hier mit Zigarre sitzen so und Anime gucken. Ja, ich weiß. Und dann Crocodile-Lache. Digga, wieso reden die über Rugby? Ist mir doch egal. Wo ich gerade deine attraktiven Beine sehe. Was? Danke, Bro. Dein Rock ist viel zu kurz. Bro, ich hab ne Hose an. Digga, die haben wieder Super 11 Kräfte. Digga, das ist so langweilig, ne? Ah, ich werde Essen bekommen. Wenigstens eine Sache, die mich ein bisschen bei Laune hält. Die werde ich nicht so langsam essen, damit die Scheiße hier nicht gucken muss. Das Design bewegt sich irgendwie mit. Das sieht voll komisch aus. Wie voll waren die denn beim Animieren? Mann, ist das langweilig! Digga, ich schwöre, der Hunde-Anime war geiler. Weil der war wenigstens, da ist wenigstens was passiert. Da gab es wenigstens Plot. Ich spiele auch kein Futsal mehr. Ich hab einfach ein bisschen gesleept, Digga. Aber das ist echt wirklich langweilig. Das ist fuck, Mann. Digga, was macht Onkel Monte hier? Brother! Ja, da wird der ein oder andere Luftfilter ausgepackt. Digga, die Engine ist aber am Goen hier, Alter. Ich befehle dir, mich Herren zu nennen. Fuck! Wie gern würde ich dieses Klo sein, wenn sie sich darauf setzt? Oh Herren, ich gehöre ihnen. Oh, verfügen sie über mich, ich werde alles tun. Digga, diese Anime anders gottlos. Spaß, Digga, ist so eine Flasche, Idioten. Du hast ein lebenswichtiges Digga, die Engine! Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Was ist hier los? Auf einmal den Badeanzug. Du starrst doch unentwegt auf meine Brust. Stimmt gar nicht. Ich bin unter meinem Badeanzug nackt. Völlig nackt. Du möchtest wohl gerne mit mir schlafen. Ich bin 8, 9, 10 Stunden drin oder so. Also eigentlich noch nicht so sehr, aber ich bin zu müde, Digga. Digga, was geht bei dem Bruder? Höre doch genau, was du willst. Hände weg. Er knüpft zu. Ich find's voll interessant, wie sich diese Tage bei dieser 24-Stunden-Challenge anders anfühlt. Ich glaube, er hat das letzte Mal vor einem Jahr das gemacht und ich spüre dieses Gefühl, was ich damals gefühlt habe. Das ist aber eine Waifu aus dem Nichts gespawnt.
Aua! Das hat sogar mir wehgetan. Bro, Augen nach oben. Verpiss dich, du Ekel. Das ist die Stimme von Lucy aus Cyberpunk. Next Anime. Ich glaube, einige... Bro, warum jetzt auf einmal so gottlos? Und Wakana, kannst du es verstehen? Ihr habt alle gelogen, der Anime ist gottlos. So dünn Pizza. Ego. Digga, der kriegt ja ein anderes Herz. Da ist bei dem Gött. Ich fühle ihn aber ein bisschen. Tada! Guck mal, ich habe ein Bikini drunter. Ruffy, dieser Anime, da geht's um Hobbys, die man respektieren sollte. Ruffy, da geht's nicht um gottlose Sachen. Ruffy, nein, ich guck das nicht wegen Martins Körper. Ich guck das nur, weil ich das Thema interessant. Halt's Maul! Bro. Digga, was ist denn wieder mit Füßen? Weißt du, der Frauenkörper hat wirklich so viele schöne Dinge. Ich finde sogar, Rücken können attraktiv sein, aber Füße, Bro! Yo! Tatsakai, Alter, Susume. Keep moving forward. Digga, was? Ey! Wieso ist hier Dragon-Musik an im Hintergrund? Warum hat der eine Latte? Kuro hat einen Ständer. Was? Warte auf mich, Kay! Ich kann nicht schneller! Oh, Mann. Sanji! Sanji! Das macht ja eigentlich schon! Er macht gar nichts! Er zieht die Jacke aus, oder was? Jetzt wird's brennen. Digga, der. Der Zug drückt sie und der Kopf wird einfach ab. Ich habe die erste Grundschulklasse in Nerima unterrichtet. Oh, ist mir egal! Warum hat sie nichts an? Warum liegt die Stroh? Ich hoffe, das wird jetzt wenigstens erklärt. Bro! Blöd. Digga, what the fuck? Wie kann ich denn in einem Video zweimal so einen Hund haben? Digga, Sin, warum wolltest du das gucken? Digga, einfach eine Kreuzung zwischen Senko und Mikana und Tadeus. Was ist hier los? Stell dir vor, du bist ein Alien, Digga. Willst du Loch essen und so viel Japaner wollen dich umbringen? Oh nein! Warum hat sie so viel zu dem? Ja, sein Vater! Ja, Digga! Stier! Lauf, Baba! Wir sind ja gleich durch. Also ich. Ja, du! Uman, Uman! Uman, Uman, Uman! Damit zum Glück! Digga, down f*** auf die Zelda-Rolle! Digga, der wollte halt nur mit seinem Sohn spazieren gehen, so. Warum wirft er die Echse raus? Ich hinterfrage gar nichts. Haha. Och, Bruder. Jede Bewegung tut weh. Digga, ich hab nur einmal kurz nicht aufgepasst, weil ich kurz posten muss. Und schon steht Kisame vor mir. Was ist hier los? Ganz ehrlich, warum erkläre ich euch noch den Plot? Es interessiert euch eh nicht. Ihr wollt doch nicht sehen, wie ich leide. Ihr seid kranke Wesen. Digga, er ist einfach Shenlong als Echse. Ich glaube, die sind einfach Heidiger und irgendeine Echse labert sie voll so und das passiert alles gar nicht. Warum sollen sie dir denn helfen können, Echse? Dieser Anime ist einfach ein großer Fiebertraum. Ich brauche was zu essen, sonst richtig durch. Okay, um die Welt zu beschützen und zu retten, muss er jetzt joggen. Makes sense. Yo, sein Großvater war ein Hater und ein Schisser und ein Pisser. Er hat ihm nur Blödsinn beigebracht und wird ihm nur seine Schulden, hat er ihm vermacht. Ich kann richtig gut deutsche Sprache. Wenn ich mit dieser Challenge fertig bin, bin ich nur noch eine Blutlache. Oh mein Gott, diese Rhymes sind absolut fresh. Ich hook die Waifus da draußen, als wär ich von League of Legends dieser Fresh. Meine Raps haben voll die Class. Aber ich meine nicht den von Yoko, ich hau den Protek gleich auf die Fresse, als wär ich Baki. Denn ich habe dieses sagenumwobenes legendäre Haki. Diese Anime geht mir so richtig heftig auf den Sack. Warum schau ich mir an so'n Kack? Nur. Das ist doch öle Kaori, dafür bumse ich viel zu gern. Hä? Die bumst viel zu gerne. Bumst du zu gerne? Ja. Junge, was schätzt du mir hier? Hinter oder? Junge, was ist das für eine Kreuzung? Ich hab vorher so viele Fischmonster gesehen. Ich bin die Kreuzung voll schuss. Kaori, meinst du nicht? Wir gehen auf mein Zimmer. Oh, aber klar doch. Erika? Was ist das für ein Spieß? Ihr allerdings könntet ihr einen flotten Dreier haben. Oh. Das müffelt ja hier. Ist ja furchtbar. Geht ihr jetzt völlig durch? Ich stiege ganz sicher nicht. Hilfe. Aber ey, der ist gut animiert, kann man sagen, was man will. Das ist auch ein flotter Dreier mit dir. Junge. Ja,
Das hast du mich hingestellt, ohne Scheiß. Das ist der stabilste Rock, den ich je gesehen habe. Junge. Oh Gott, da gibt's ja noch mehr von. Vielleicht auch das Gestank, die töten euch, ey. Er kommt so sich die viele Eier. Und die töten über den Gestank. Ohne Scheiß jetzt, ganz ehrlich. Alter, das ist wichtig für den Plot. Du Banause. Fuck mich nicht ab, die Hund. Es freut mich, dass ihr einen Platz ergattern konnten. Wir haben doch auf eine Absage gewartet. Wie können wir die gleiche Mutter haben? Shrek geworden. Ja, der darf nicht fehlen. Der hat mir noch gefehlt im Anime-Bingo. Was geht dir? Ja, nee, das kann ich nicht erklären. Das ist einfach BAM, Junge. Die chillen doch oben. Haha, stimmt. Und die haben einfach gechillt. Jawohl, das war wichtig. Wenn ich etwas mehr Zeit hätte, könnte ich so ein Fiebertraum. Also, ich hab echt Crack drauf oder so. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Vor allem ist ja nicht nur eine Sache, ist ja verseuchte Fische mit irgendeiner Militärwaffe vom Zweiten Weltkrieg, dass sie laufen können. Digga, ich muss nur sagen, ich habe maximal keinen Bock mehr auf irgendwelche Animes, ne? Mann, ich habe keine Lust mehr einfach. Das ist einfach scheiße, Digga. Bro! Es freut mich sehr, euch kennenzulernen. Mauler, du Basti! Wenn du mitmachst, schneide ich dir auch mal die Haare. Digga, halt die Fresse, Bruder, was willst du denn? Hat er es gemacht? Ich seh's. Sie hat's gemacht! Ach, Scheiße, ich hab nicht lecker! Das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Ich habe einfach gar keinen Kontext, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwas anderes gemacht habe, weil es einfach fucking langweilig ist. Amanda Sicken, Alter. Die spielt doch keine Rolle, wenn du nicht. Digga, Yugi halt's Maul. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, das ist hip. Beyblade, Beyblade, lutsch mein Zip. Son Gohan, Digga, Maul halten. Eigentlich ist Beyblade wie so ein geiler Boxkampf. Oh, Pegasus, Baby! Oh nein. Will Pegasus es schaffen gegen 5 Blades gleichzeitig? Oh! Lass mich mal sehen. Halt die Klappe am besten. Digga, der kriegt keine Kinder mehr heute. Jetzt hast du ja gesehen, Digga. Es ist mir langweilig geworden. Yeah, Land Rip und so. Oh shit. Bein Kreisel in der Arena. Oh, Leon hat den Midground. Und Pegasus ist zum Bladen, weil das ist das, was Blade so tun. Oh nein, er hat einen Sturm. Der ist voll krass, weil... Ja, keine Ahnung. Nun, wie du dich vielleicht erinnerst... Ja, was geht bei Vegeta ab? Pegasus! Ah! Ich schlage vor, wir drehen um und haben nichts mehr zu tun. Ah! Das ist so Vegeta. Ah! Ein Klick Mega Man Downloads! Yeah! Gott! Download! Er sieht so cool aus, ne? Das ist das beste Design, was Mega Man je hatte. Ich hab da mehr an einen richtig durchtrainierten Netnavi gedacht. Einen echten Helden eben. Du Hund! Guck mal, wie cool er ist! Da, der Herd! Ich kann ihn nicht aushalten! Ja, Digga, was soll er machen? Er ist 10! Einklinken! Mega Man! Oh, ich liebe das. Ich habe solche Throwbacks meine Kindheit, oh mein Gott. Die Feuerwehren wurden von einem blauen Zwerg... Piccolo! Ja! Dann machen wir das. Digga, seine Haare sind einfach so ein Haifischding. Ich setz die Welt unter Strom. Gänsehaut, Digga. Oh, die, Alter. Ich fand als Kind schon, ihre Frisur sieht so scheiße aus. Hallo. Nun sei bloß kein Mega-Miesmacher. Wir sind doch ja als Klasse. Digga, können die bitte aufhören mit diesen Anspielungen auf das Wort Mega? Ich krieg die Packung nicht auf. Eine Welt, die nicht gottlos ist. Könntest du mir bitte beibringen, wie Babys gemacht werden? Du steckst deinen Schwanz in die. Auf gute Zusammenarbeit. Auf gute Zusammenarbeit, Guys. Lass mal einen fetten. Bau noch oben auf dem Video da, ihr wisst Bescheid. Aber in einer Welt, in der man nicht einmal vorzurufen darf, kann einem das Lachen ja auch echt vergehen. So ist es halt. Fuck. Du bist es doch auch, oder Ei? Ja. Was zum Teufel. Oh, oh mein Gott. Fester, gib's mir.
Das ist absolut krank, Mann. Das ist scheiße. Die Schüler der Tokioka mit Bro. Informationen der Schüler nachzuurteilen. Alter Falter, da hast du mich aber echt zum richtigen Anime jetzt gerade ausgewählt. Tu nicht so, als ob du nicht wüsstest, was dich hier erwartet. Das könnten wir beide sein, Ruffy, wenn du willst. Maul. Ihr Arsch hat ein eigenes Bewusstsein. Oh mein Gott. Ja. Aber ihr benutzt ihr Popo sie. Ach du Scheiße, Digga. Servus. Neun Schwerterziel, Digga. Ashura. Wo ist mein Hund? Oh! Oh, es vibriert, Digga. What the fuck? Oh mein Gott. Yo! Ey, Digga. Oh, yo. Sie bricht den Rücken. Mann, das ist so langweilig. Oh, Digga, in die Lücke. Digga, holy shit. Sollen wir mal bitte einen Tiernamen geben? Um die Kalasch. Oh! Ey, das ist assi, Digga. Das ist assi. Digga, krass, wie sie. Oh mein Gott. Digga, was zum Teufel? Warum kommt da eine. Wow! Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Vater dich auch in diesem tollen Outfit zu sehen bekommt. Wenn mein Vater sieht, wie ich euch sehe, wie euer Vater euch sieht, dann wird er sich auch nicht freuen. Ach du Scheiße. So hackt sie ihre Boots. Digga, sie hat einfach Genius zugemacht. Was geht los hier? Oh mein Gott. Triple Ass Attack. Oh mein Gott. Was? Oh nein, ich dachte schon wieder. Was? Digga, einfach Ultra Instinct. Oh nein, da kommt gleich die dicke Kackwurst raus, Digga. Oh Mann, Alter. Rein in Samurai Flamenco. Ich hab keinen Bock mehr. Was treibst du da? Check hier wieder gar nichts. Oh nein, das ist so ein Anime. Oh Mann. Samurai Flamenco? Ja. Der Titel der Show. Jetzt Curry Reis? Müssen aber diese ganz ruhig, Masayoshi. Digga, ist das langweilig, Alter. Der ist halt ein Held, Digga, verkackt und ist doch ein Model und verkackt da auch. Ist so öde, Alter. Digga, er ist einfach in der Ecke und wartet. Du würdest mich verraten? Nur wegen des Geldes? Würde ich auch. Oh, Digga, es ist so langweilig. Letzte Anime, den ich glaube ich gucken muss. Digga, Real of Feel of Fuck It. Ihr habt alle gesagt, es ist gut. Ich weiß, er ist scheiße. Rein. Digga, was zum Teufel. Dein kleiner Held zumindest scheint bereit fürs Gefecht zu sein. Digga, der kleine Held. Digga, das. Digga. Das haben Leute auf Ernst gefeiert? Ich kann nicht glauben, dass das Leute auf. Ich kann das sein. Das feiert doch keiner auf Real so. Digga, wie lange geht das denn hier noch? Kann das bitte aufhören? Digga, das. Seid ihr denn eine B? Was ist. Digga, was ist mit Anime-Fans los? Es haben mir so viele Leute auch gesagt, auf Ernst, dass das gut ist. Wer das feiert, Digga, der hat echt einen an der Klatsche, Alter. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist das für ein Scheiß? Also, Freunde, das war schon ganz schön gottlos und ganz schön schlimm, aber wir haben es geschafft. Falls ihr nochmal so ein Video haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da und denkt dran, ihr könnt immer noch ein. Wo habe ich es denn? Ein iPhone 14 gewinnen, indem ihr das ganze Video hier liked und den Kommentar Ruffy gönnt da lässt. Und das Instagram-Gewinnspiel läuft auch noch bis zum 8.7. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Leute, ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.